Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Castle, hätte ich jetzt fast gesagt. Luigi Stardust, Luigi's Castle, bald gehört dem Luigi die ganze Welt. Und das geht richtig ab, die Kackhammer-Pflanzenbrüder sind auch wieder am Start von der letzten, vom letzten Level, welches interessante Mucke hatte. Die hier ist wahrscheinlich definitiv laut genug, wenn nicht sogar ein Stückchen zu laut. Also, wir haben jetzt, ich tippe mal darauf, dass er versuchen wird, alles... Gut, mal ganz ehrlich, das hätte ich jetzt aber wissen müssen, aber es hat mich trotzdem umgehauen. Er versucht schätzungsweise jetzt alle Elemente, die in den letzten Folgen Leveln vorgekommen sind, zu vereinen. Wir haben die Schalter, wir haben die Kackpflanze, aber genau nur deswegen, achso, es geht gar nicht, ne? Muss ich von rechts machen, beziehungsweise von links. Nur deswegen war die Kackpflanze jetzt da, damit wir eine Erinnerung an das vorherige Level haben. Ich meine, wir müssen da jetzt nicht so sehr daran erinnert werden, weil wir es ja gerade gespielt haben. Von daher kann ich darauf verzichten. Wobei, es war ganz nett. Also es waren jetzt keine ultra nervigen Pflanzen. Von daher... Eier! Oh, der hört ja gar nicht auf. Ich wollte da jetzt einen Drehsprung machen, aber brauche ich ja gar nicht so. Du schießt auch wahrscheinlich direkt, ne? Oh! Okay, ja. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf dieses Level, ne? Leute, ich gebe mal eine Prognose. Was? Moment. Ich kann keinen Drehsprung auf die Dinger machen? Ich gebe mal eine Prognose ab und sage... Nee, tatsächlich, okay. Dass wir 3 Folgen dafür brauchen werden. Vielleicht 3,5. Ah, okay, keine Drehsprünge. Okay. Okidoki Mario! Ich bin Luigi und ich krieg immer beschissene Hex, wo alles und jeder auch schießen können. So. Und jetzt? Ich hab's nicht so. Ach so. Hab's nicht so ganz verstanden, wollte ich gerade sagen. Nee, alles gut. Oh je. Yeah. Oh ja! Yeah. Oh yeah! Macht Luigi auch immer. Oh yeah! Das sind wieder Stachileinis. Aber die tun mir ja nichts. Irgendwas müsste doch jetzt ballern, damit ich zum Springen gezwungen werde. Ach ja, das ist gefährlich, Alter. Lenkraketen. Oh nein. Ich brauche ihn. Was? Mann, warum macht man sowas, Alter? Das ist unnötig schon wieder, ey. Hatte ich einen Checkpoint? Wahrscheinlich nicht, ne? Alter. Das Ding ist, ich habe diese Kackhex so lange gespielt, dass ich nicht mehr hundertprozentig weiß, was für ein Schwierigkeitsgrad hier das ist. Ich würde sagen, hart. Aber wie gesagt, hart bedeutet nicht automatisch asozial. Guck dir Sikari an. Guck dir Peach's Adventure an. Wobei, ich weiß auch nicht mehr, ob die... Ich glaube, Peach's Adventure war hart. Das ist deutlich interessanter. Alter. Wenigstens schießt der nicht, aber... Ja, ich habe die Pflanze vergessen. Das ist so unfassbar. Unfucking fassbar, ey. Also das Ding dreht sich... Oh. Ich wollte gerade nachdenken und ja, hatte ich jetzt ein Blackout. Blackout. Ja, das Ding. Ich bin ja gedanklich bei dem eigentlichen Problem. Also es dreht sich und ich muss da irgendwie rauf und gleichzeitig schießt es aber und. Oh. Ja, es ist gut, dass das die letzte Folge ist. Dann brauche ich erstmal eine Pause von dem Scheiß, ey. Zack. Dann zack. Ich hab's schon wieder vergessen, aber immerhin habe ich gar keinen Schaden genommen. Das ist halt so das Ding. Wenn ich halt mit einem Pilz dorthin kommen kann, sollte das ja gehen. Ja. Nehme ich halt Schaden bei dem Ding, aber dann komme ich wenigstens hoch. Von daher. Leck mich am Arsch, du Missgeburten-Emulator. Alter! So. Und jetzt gehe ich dahin und da. Jetzt hätte ich tatsächlich gerne so ein Safe State.
Das ist wieder Hammerspasti. Ich hab doch gesagt, du musst mich nicht mehr daran erinnern. Ich bin doch sowieso nicht so handwerklich begabt. Ja, wahrscheinlich kriege ich deswegen die ganze Zeit die Hammerleinis. Der will's mir bei... Boah. Wenigstens schießen die nicht. Junge. Gib mir jetzt einen Mittelpunkt, ganz ehrlich, ey. Sonst mache ich mir nachher wieder ein, okay? Nein, nein! Habt ihr es gesehen? Das war wieder der Leck. Da war so dieser eine Frame, wo ich dann keine Kontrolle über ihn hatte und... Ja. Jetzt wünschte ich, die Folge wäre vorbei. Ich guck mal noch mal rein. Man hat immer diese Hoffnung, dass du vielleicht... Das, ich hatte ja mal in Peach's Adventure davon geredet, dass ich teilweise das Gefühl habe, dass es unsichtbare Checkpoints gibt, aber nein. Nein, 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 nein. Das, Leute, wenn einfach der Auschwitz-Emulator gegen mich arbeitet, was soll ich da machen? Ja, was soll ich da machen? Als hätte ich nicht schon genug Probleme. Da kämpft man sich so, ja, nee, die Moral ist am Arsch. Da kämpft man sich so hart durch und dann... Macht einfach die Technik, ja, scheiß kaputt, ey. Junge Scheiß, Alter, ich hab mich noch nie so aufs Handy klingeln gefreut. Ich hab da echt keinen Bock mehr. Jetzt auch wieder, es wäre die Länge, wirklich, gib mir einfach einen Mittelpunkt. Und dann passt es, ja. Dann passt es. Auch schon wieder. Es ist... Ach ja, ich will mich ja auch nicht wiederholen, aber es ist halt irgendwie... Passiert immer wieder. Jetzt passiert es ja... What, this, what the fuck? Es passiert ja mittlerweile im Sekundentakt. Holy shit, ey. Dankeschön. So. Jetzt weiß ich, dass ich in 2 Minuten hinter mich habe. Oh, ja. Da, 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 da. Ja, das ist genau das, wovor ich die ganze Zeit Angst hatte. Jetzt hat er es mal gemacht. Ich muss einen Drehsprung auf den machen und genau dann schießt er. Das, ja, das kann mal passieren, dass der Intervall genau so ist, dass er quasi... Also vorhin war das ja... Ja, ihr habt es ja gesehen. Das, ja... Ganz ehrlich, fick dich. Fick dich einfach. Ich versuch's jetzt noch einmal... Oh Mann, ey. Wehe, danach kommt keine gute Welt, ey. Ich hatte doch Screenshots gesehen, da war doch so viel geiler Scheiß bei. Oder hatten wir schon in der Vergangenheit schon geilen Scheiß mit dem Hack? Ich kann mich nur nicht dran erinnern, ich weiß es nicht. Hat der eigentlich eine andere Farbe? Ach so, das... Gut, da muss ich fairerweise sagen, dass mir das noch nicht aufgefallen ist. Dass der ja gut ist. Das ist sehr vorteilhaft für spätere Momente. Ja, mein Gott, fick dich. Wenn man weiß, dass der da eine andere Farbe hat. Ey, es ist auch so ärgerlich, wenn man bedenkt, dass ich nur gestorben bin. Wegen dem Lag. Sowas hörst du normalerweise nur bei Call of Duty. Oh, Mann. Ja! Nee, er schießt viel zu oft, Leute. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt auch schießen. Ich mache jetzt spontan Amoklauf. Gehe noch mal zu dem Schwarzmarkt meines Vertrauens. Und dann, ja. Irgendjemand muss dran glauben, dass der Frust, der muss raus. Also wenn ihr heute Abend was in den Nachrichten hört, dann wisst ihr Bescheid. Und dann gibt's wirklich was in den Nachrichten und alle so, oh, scheiße, der hat's wirklich gemacht. Ja, naja. Wir schauen mal. Vielleicht gibt es auch mehrere Amokläufe, dann wisst ihr nicht, wo ich war, ja? Wurden jetzt das oder das? Ja, wir haben da ja so einen kleinen Amoklaufer-Fanclub und wir sprechen uns da immer ab, ne? Also wir machen einfach mehrere an einem Tag. Es ist ja, es ist auch so ein bisschen wie bei einem Konzert, ja? Du kannst ja auch nicht, wenn ich jetzt sage, der Amoklauf findet in Nordrhein-Westfalen. Warum nicht? Genau da sollte man einen starten. Wenn man sagt, der findet da statt, du bist ja vielleicht nicht da. Ja. Kannst ja vielleicht nicht dran teilnehmen an dem Amoklauf und deswegen versuchen wir da immer
deutschlandweit Amokläufe zu machen, damit man dann, je nachdem, wo man wohnt, auch dran teilhaben kann, tatsächlich, ja. Aber Livestreams laufen natürlich auch immer, aber nur im Darknet, versteht sich, ne, was... Es gab den einen oder anderen Kollegen, der mal so dumm war und, was war das, auf Twitch, glaube ich, ein Amoklauf? Gab es da nicht was 2019 oder so? Es ist nicht gut mit dem ausgegangen, deswegen, also wir haben den auch dann tatsächlich entlassen. Weil das, es ist unprofessionell, ja, also... Wenn ihr mitmachen wollt, Amokläufe bitte immer über Darknet streamen, nicht auf Twitch. Das läuft da nicht so gut, ja. Also auch von den Klicks ist es im Darknet besser, aber generell auch so von der Sicherheit, ja. Kann ich nicht empfehlen, auf Twitch Amokläufe zu streamen, ja. Vielleicht auf Mixer, aber nee, scheiße, das gibt's ja auch nicht. Das war vielleicht auch mit ein Grund, weil auf Mixer ständig Amokläufe gestreamt wurden. Naja, ja gut, ich höre auf. Bis zum nächsten Mal. See ya.